Wie wäre es, wenn bei den großen Fragen unserer Zeit wirklich alle mitreden? Wenn Leute miteinander Antworten finden, die sonst nicht einmal miteinander sprechen würden? Wenn diese Antworten von der Politik gehört und beachtet werden? Genau das passiert in einem Bürgerrat. Die Teilnehmenden werden zufällig ausgelost, zum Beispiel mit Hilfe der Einwohnermeldelisten. Jede und jeder hat die Chance, dabei zu sein. So kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, Ältere und Junge, Leute ohne Bildungsabschluss und mit Hochschultitel, mit oder ohne Migrationshintergrund, Frauen und Männer, vom Land und aus den Städten. 100 Ausgeloste genügen schon, in einer Gemeinde sogar 15 bis 20, um die Gesellschaft im Kleinen abzubilden. Das Losverfahren hilft, eine Gruppe von Menschen zu bilden, die wirklich die Breite der Bevölkerung widerspiegelt. So werden nicht nur die lautesten, aktivsten Stimmen gehört, sondern Menschen aus allen Bereichen des Lebens kommen zu Wort. Außerdem treffen vielfältig zusammengesetzte Gruppen bessere Entscheidungen. Ein Bürgerrat befasst sich mit einer großen Fragestellung. Zum Beispiel, wie kann das Pflegesystem in Deutschland verbessert werden? Oder wie können wir angemessen auf die Klimakrise reagieren? Die Antworten, die der Bürgerrat findet, sollen ein Wegweiser für die Politik sein. Oft werden Bürgerräte von der Politik beauftragt. Sie zeigen Parlament oder Regierung, welche Ideen und Vorstellungen die Menschen im Land haben. Manchmal werden Bürgerräte auch durch Vereine oder Bürgerinitiativen angestoßen, weil die Menschen sich wünschen, dass eine bestimmte Frage gemeinsam bearbeitet wird. Auch in den Gemeinden gibt es Bürgerräte, zum Beispiel vom Gemeinderat, einem Bürgermeister oder einer Bürgermeisterin einberufen. Die Teilnehmenden des Bürgerrats treffen sich mehrmals, zum Beispiel an mehreren Wochenenden oder Abenden. Alle kommen an einem Ort zusammen. Aber es funktioniert auch, wenn alles online stattfindet. Bei ihren Treffen besprechen sie die ganzen verschiedenen Aspekte, die wichtig sind, um die große Fragestellung zu beantworten. Damit die Ausgelosten das mit voller Aufmerksamkeit tun können, wird rundum für alles gesorgt. Unterkunft und Verpflegung und Reisekosten werden übernommen. Falls nötig, gibt es technische Unterstützung und Kinder oder Angehörige werden betreut. Auch bei der Diskussion bekommen die Teilnehmenden Unterstützung. Ein gut geschultes Moderationsteam sorgt für einen sinnvollen Ablauf. Die Themen des Bürgerrats werden durch ganz unterschiedliche Fachleute und Betroffene so verständlich erklärt, dass alle Teilnehmenden sich ein Bild davon machen können und das notwendige Fachwissen haben. Die ausgelosten Menschen können auch Rückfragen stellen und dann beginnt die Diskussion. Die Mitglieder des Bürgerrats diskutieren in kleinen Gruppen von 5 bis 7 Personen. Diese Gruppen werden in jeder Runde neu zusammengestellt. Moderatorinnen und Moderatoren achten darauf, dass alle zu Wort kommen und dass freundlich und fair miteinander gesprochen wird. Am Ende werden alle Empfehlungen aus den kleinen Gruppen und zu den einzelnen Themen zusammengetragen. Alle Ausgelosten stimmen über die einzelnen Vorschläge ab. So entstehen die Empfehlungen an die Politik, ein sogenanntes Bürgergutachten. Das fertige Bürgergutachten wird an die Politik übergeben. Die Bürgerrat-Teilnehmenden erhalten Rückmeldung, was mit ihren Vorschlägen passiert. Bei einem Bürgerrat arbeitet das ganze Land im Kleinen zusammen, auf Augenhöhe, mit viel Zeit und intensivem Austausch. Alle Bevölkerungsgruppen sind gut vertreten. Das gibt es sonst bei keinem politischen Verfahren. Die Politik bekommt durch einen Bürgerrat nicht nur ein kurzes Blitzlicht, wie bei Umfragen, sondern wohlüberlegte, mehrheitsfähige Vorschläge. Bürgerräte schlagen Brücken. Sie verbinden die Menschen miteinander und mit der Politik. Bürgerräte helfen uns als Gesellschaft, Zukunftsfragen gemeinsam zu lösen.